Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben die Woche fast geschafft. Also das finde ich jetzt interessant. Die Karten von gestern waren ja Herz und Mäuse. Jetzt liegen die Mäuse vor dem Herz. Entweder habe ich hier wirklich schon wieder die gleiche Person erwischt, sodass dieser Prozess sich jetzt wandelt. Oder ich weiß auch nicht. Weil ich hatte die Karten ja gestern zum Zeichnen nochmal wieder durchsortiert und im Anschluss wieder durchgemischt. Also das kann eigentlich normalerweise nicht sein. Und danach fiel noch der Hund raus. Also der Mangel liegt jetzt vorm Herzen. Vielleicht richtet sich jetzt einfach der Fokus auch auf das Problem. Sodass hier wieder Treue, Loyalität und es ist schon wieder der Bär. Treue und Loyalität zurück ins Leben kann und dementsprechend auch wieder mit dem Bären die Tatkraft. Ja, Page der Münzen, dein Fingerzweig, dein Nützlicher wird gefordert. Das heißt, dein gutes Gelingen wird hier angesprochen. Das darfst du benutzen, sprich den Anfang einer neuen Liebesgeschichte, der darf gelingen. Der Hierophant ruft natürlich wieder darauf auf dein Innerstes zu achten, ja, dass du zuerst den Sinn in dir finden musst, bevor du den Sinn mit einer anderen Person zusammenfinden darfst. Der Magier fällt auch wieder raus, sprich, dein Wirken wird auch weiterhin gefordert werden, ja, lebe nicht in einer Illusion. Und mit dem Turm kommt hier auch Durchbruch und Befreiung dazu bei dieser Person. Das Rad des Schicksals ist auch wieder mit am Start und irgendwie schon wieder vier der Kelche. Also so ganz sicher ist sich diese Person noch nicht, denn sie kann sich nicht so ganz entscheiden, Schwärmerei oder doch mehr. Ja, vielleicht ist hier die Person im Kartenbild tatsächlich einfach zu verängstigt. Aber mit Angst kannst du keinen Krieg gewinnen, ne? Das ist so. 9 der Stäbe, also einmal zurück in den Rückzug, ein bisschen Kräfte sammeln, bevor es hier mit den 2 der Kelchen in die Verbindlichkeit geht. Und aus der Verbindlichkeit fallen hier auch die Liebenden. Also was lange währt, wird endlich gut. Deswegen finde zurück in deinen Mut, hab nicht so viel Angst davor. Auch wenn es in der Vergangenheit schlecht gelaufen ist, weil... Du weißt ja, wenn du negativ denkst, ziehst du Negatives an. Und wenn du positiv denkst, ziehst du Positives an. Ja, ich weiß, der war jetzt wirklich sehr schlau.